Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Trucker. Ich habe mal die eine Mission bezüglich der zerbrechlichen Fracht mal für mich gemacht. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Das war auch kein besonderer Auftrag. Lief alles ganz normal. Aber es gab einen speziellen Funkspruch. Und zwar ist dann gesagt worden, dass Red Airy und Sour Candy, dass die beiden Geschwister sind. Das war noch interessant. Und nachdem ich den Auftrag hier fertig gemacht habe, hat es geheißen, ich soll hier nach Emerald Junction kommen für die Mission Künstlerisches Prozess, weil er hätte wohl Tipps für mich, wie ich da meinen Truck verbessern kann. Und genau da sind wir jetzt. Und ich würde sagen, wir fahren mal nach da vorne. Radio ist heute mal aus. Ich habe heute mal meine eigene Musik mit dabei. Ich habe mal nach Trucker-Musik so gesucht und einfach mal ein paar Songs so runtergeladen und genau die hören wir jetzt hier im Hintergrund. So. Und da haben wir unseren Checkpoint. Shouting for Lucky J. How's it going? You got time to chat? Ja, natürlich. I've been thinking about all the long-haul contracts I've taken recently. Those are my favorite kinds of gigs, you know? But they rack up the miles pretty damn fast. Mm-hmm. Distance and micro damage, I end up needing new coats of paint even faster than Sour Candy does. Of course, she doesn't care that much about the style. So, just wondering, how many miles do you have on that rig of yours? Schon ein bisschen. Ich würde mal sagen, meins. Wow, that's a lot more than I was expecting. Guess I don't gotta give you my whole pitch about how to get around truck improvements. There's a whole thing about not making truck modifications under warranty. But you don't have to worry about that. So why not take a trip to my buddy's paint shop in Atlas Prime? Yeah, geil. Right, I gotta run. So I'll leave you to it. Catch you again soon, LJ. Nice, wir können unseren Truck endlich anpassen. Okay, dann würde ich aber hier gern einen Auftrag mitnehmen, wenn wir hier nach Atlas Prime müssen. Wir könnten über Purity fahren. Also entweder einen Auftrag für Purity und dann Atlas Prime oder direkt Atlas Prime. Schauen wir mal, wo sie Aufträge hat. Schon so mit der Garantie, die ja irgendwie was haben. Ja. Ist das nur Shop hier? Das ist nur Shop hier. Wir müssen da runter. Ja, das sind nur Supplies hier. So. Orientierung, da ist. Station Tiger Walk. Und schauen wir, dass wir hier nicht getroffen werden von diesen Trümmern da. Da müssen wir einen aufräumen hier. Oh, bitte sag mir, es sind da vorne gleich die Docks. Das wäre echt schön. Fuck. Voll reingedonnert. Ah, geil. 44%. Ah, Mann. Das ist jetzt natürlich super. Das räume ich jetzt nicht auf. Zuerst mal das Leck. So, einmal zumachen und tschüss. Das ist Gott sei Dank nur das eine Loch hier. Hey, bleib da. Sehr gut. Machen wir rein in den Truck.
Könnte man auch vorstellen, dass manchen Leuten hier schlecht wird, wenn man sich hier so hin und her dreht im Weltall. Nee, räume ich jetzt nicht auf. Am liebsten eher verkaufen. So. Wann zu den Aufträgen? Du bist aber auch ein bisschen nah dran, du. Okay. Kamera. Trümmer in der Nähe, ja, was du nicht sagst. Ich habe da gerade Bekanntschaft mit so einem Teil gehabt. So, danke schön. Bin total Scheps. Aber vielleicht geht's trotzdem. Yes. Gott sei Dank muss ich da nicht komplett ausgerichtet sein. Okay, was haben wir denn da? Noch Purity, Atlas Prime. Erwartet. Zwei Sprünge, Einzelsprung. 1,9. Wisst ihr was? Purity wäre einfach nur mal 1000, für das, dass wir nur einen Sprung gemacht haben. Purity könnte man vielleicht jetzt was holen. Für Atlas Prime, das wäre dann doppelt so viel Geld. Machen wir das mal. So, annehmen. Wo ist denn die Fracht? Ach, da oben irgendwo. So, diesmal ohne irgendwo anzutatschen, da rechts wieder die nächsten Trümmer. Ah, das ist wieder neben dem Tor. Die werden sich gleich wieder beschweren mit, oh, du darfst da gar nicht reinfahren. Oh, über uns. Überall Trümmer hier. Ja. Ich will da hier nur was abholen. So, dann machen wir hier mal die Wände wieder. Fast perfekt. Ja, sehr gut. Langsam werde ich ein Profi in dem. So, dann. Ab nach Purity. Mein Kollege. Ja, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen nach unten. Das sind wieder so große Trümmer hier. Vor allem so nah an der Station, ey. Ja, gut. Entschuldigung. Und wenn man einen Atlas Prime hat, dann mal auch wieder reparieren. Gibt's euch das? Das ist alles voll hier. Er hier? Reparaturen? Geil. Ja, da ist nächste. So, und ich bin mal wieder zu tief. So, das sollte aber passen. Ah, ich driftet. Komm. Perfekt. Herzlich willkommen im Purity. Okay. Ist das so eine Art Stadt hier? Ja, aber krass. Gefällt mir vom Aussehen. Einstein Pharmaceutics. Ah. Pharmafirma hier.
so rein. Von den Trümmern her sieht es einigermaßen sauber aus. Oh, mit voller Kanne hier rein. Ja, auch keinen Sinn. Perfekt. Nice. Und absatteln. Sogar noch gut Boni kriegt. Vorsichtiges Fliegen. Naja, so vorsichtig war es jetzt nicht, aber immerhin. 1600. So. Halt, nicht rückwärts. Wo? Stimme, Entschuldigung. Wobei, einen Moment ganz kurz. So, da bin ich wieder. Einmal husten und alles ist wieder gut. Ich glaube, ich gehe mal zur D-Station da unten. Erstmal Shop und dann Aufträge. Aber wenn ich Glück habe, dann kann ich die ganzen Getränke da hinten wieder verkaufen. Aber wo sind bei dir die Plattformen? Ah, da. Shop. Na, Cash and Carry. Nee. Das ist doch wieder für Kredite hier. Ich brauche den anderen Shop. Oder vielleicht da hinten? Da ist ein Truck hier drin. Da unten wird es dann schon mal nach Atlas Prime weitergehen. Komm, ist doch ein ganz normaler Shop hier haben, oder nicht? Ja, so wie es aussieht, nicht. Ja, gut, dann halt ab zur Auftragsbörse. Mal ausrichten hier und bremsen. Sehr gut. Und rückwärts. Nice. Also, was haben wir hier? Onyx, Atlas Prime. Oh, was? Das war wieder just in time. Jetzt haben wir 1.15. Da will um 4.16 die Lieferung haben. Das wäre von den Chunkfields. Ich will halt nicht schon wieder warten. Wie lang geht dieser Sprung? Mal kurz schauen. Stunde 45. Ja, nee. Das bringt mir nichts. Okay, dann fahren wir halt ohne Last. Was soll's? Wir müssen ja nicht immer mit Fracht hinten dran fahren. haben wir einen Highway? Ich glaube ja. Da unten. So, Tempo mal bitte. Dankeschön. Maximum Speed 85. Ja komm, machen wir das mal.
Ja, wobei. Bisschen zu schnell, glaube ich, ist schon okay. So, und unser Gate. Komm, ein bisschen nach oben. Diesmal will ich nicht ganz so steps rennen. Gut. Nice, nice, nice. You heading over to Diego's? Yo. Excellent. His liveries are top tier. Specializes in custom styles and has a huge range of colors to choose from. Oh. Also das heißt, je nach Standort unterschiedliche Lackierungen. So, und wo genau ist das? Ich glaube, ich muss ihn gerade nochmal aktivieren hier. Auftrag, Auftrag, Auftrag. Ach, da unten, Paint and Raid. Also 4,2 Kilometer für... Echt jetzt? Ja, bevor wir das machen, werde ich hier erstmal Sachen verkaufen. Oder ich versuch's zumindest. Dann kann ich das mal mit dem Gewicht schon mal umgehen, falls ich zu schwer bin. So... Weil das ist wieder so ein Cash Carry. Shit. Ach ja, gut, da komm. Lass uns mal wiegen. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das in einem Video schon mal gezeigt habe. Aber ich kann euch sagen, tut es unbedingt machen, weil wenn ihr das nicht tut. Und einfach wieder weggeht. Oh shit. Dann zahlt ihr 2000 Dollar Strafe. Muss ein bisschen weiter nach oben, danke. Okay, once your truck comes to a halt, we'll start the scan. Sit back and stay still. We'll finish this up in no time. No problems here. Head on out and enjoy your day. Nice. So. Immer Gewichtskontrolle im All. Das ist so dämlich. So, ich will jetzt mal zu euch da runter. Ich gehe jetzt mal das Risiko ein und fliege einfach mal querfeld ein. Mit den Trümmern scheint es hier ja zu gehen. Bisschen mehr. Und da jetzt irgendwie durch. Ja, perfekt. Ja, wisst ihr was? Ich dock dann gerade mal beim Shop hier an. Wir mehr Kisten. Schön mit der Chefs ran. Super Bruder-Style. Komm, 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 komm. Ah, ist dir das jetzt zu Chefs? Ja, das war definitiv zu Chefs. So, hast du jetzt Kisten für mich? Nein, natürlich nicht. Chemikalien und Energie plus 20. Das ist schlecht.
Aber Textilien allgemein waren wären günstig. Aber da hat er nichts. Schade, ich hätte gerne einen Container. Na egal. Dann einmal reparieren bitte. Siddle, ach du Heilige. 1800 für die Reparatur. Und jetzt habe ich nur noch 959. Ich habe so das Gefühl, wenn das eventuell die Lackierung nicht leisten können. Fliege ich jetzt am besten? Soll ich direkt hinfliegen? Ich glaube, ich fliege mal direkt hin. Liebe Leute, ich werde da mal schnell hinfliegen und dann sehen wir uns da vorne gleich wieder. Und währenddessen schaue ich mal, dass ich meine Stiefel wieder halbwegs kriege. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal meine ganzen Waren da hinten verkauft mit Verlust. Aber wir haben jetzt ein bisschen Geld. Das heißt, wir können da unten die Sachen ausgeben. Ich denke, das können wir jetzt verkraften, dass wir da einmal keinen Gewinn machen. Aber Customizations sind mir jetzt gerade wichtiger. Ich will da nicht mit Standard Trucks hier rumfahren. Oder fliegen. Wie man es nimmt. So. Ich kann davon aus, von vorne einfach ranfahren. Okay. Dann zeig mal, was du hast. Mal gerade mal ein Foto machen. Okay, Lackierungsfarben, Lackierungstyp. Lackierungen. Oh, shit, das ist einer DLC. Okay, das ist langweilig. Das hat was. Okay, das ist eine Herausforderung. Verdiene 50.000. Herausforderung, Herausforderung. Gibt sogar Ami-Style. Okay. Oh, yes. Wobei, das noch viel lieber. Rang 25. Na. So Custom-Liberty wäre aber irgendwie geil. So, ich würde sagen, wir machen das hier. Okay. Lackierungstyp. Ach so. Industrie, Matt, Hochglanz, Metallic. Ich glaube, ich würde mit Hochglanz gehen. Das hat. Und die Hülle könnte man hier reparieren. Okay, das ist good to know. Jetzt können wir mal schauen. Bei dir könnte ich dann vermutlich die Farben ändern, oder? Grundfarbe, was ist sie? Wenn wir hier sagen rot. Okay, Erstfarbe. Ah. Sogar die Chromfarbe kann man hier anpassen. Ja, okay. Hat was. Aber ich gehe trotzdem mit dem Feuerdesign hier. Das ist ja schon ein schöner Retro-Look hier. 500 Meilen kriegen wir schon noch hin. Wo ist Feuer? Da. So, Hochglanz. Ich hätte es gerne in einer anderen Farbe. Vielleicht so irgendwie orange oder schwarz. Aber besser als gar nichts. Wenn wir uns das nochmal so angucken. Ja. Warte mal, ein Foto machen. Sehr geil, sehr geil. Hey, hey, Lucky Jay. Diego mentioned you'd stop by. Ja, gerade eben. Looks like you got a new paint job. Diego's handiwork's pretty good, huh? Yeah, swing by one of his paint shops when you want to change things up again.
Wobei, es könnte ein bisschen schärfer sein. Ah, ist der nächste hier. I got a small favor to ask. Come find me in Emerald Junction when you got some time. I'll be over at Goodman Tower. Zwei Aufträge. Lass mal gucken. Wo ist Convoy? Bei Grün haben wir halt noch gar nichts, ne? Jobsuche. Nebenjob gesperrt. Nebenjob gesperrt. Sollte man vielleicht Grün als nächstes machen? Na, Verbesserung ist halt locked. Er sagt immer noch Nebenjobs machen. Oh, sag bloß, ich muss. Ja, ich glaube, ich muss Grün zuerst machen. Das die Bier. Okay, du warst in Emerald Junction. Dann schaue ich das mal für einen Auftrag dahin. So, tanken müssen wir nicht. Da haben wir noch zu Genüge. Macht sie alle da. Geht's mal weg hier. Geil, danke fürs Ausweichen. So, machen wir wieder eine Kamera. So, mit der Außenkamera konnte ich das irgendwie gar nicht. Sie. Ohne Absadeln. Gut. Three Kings, Edward, Three Kings, Medusa 6. Atlas. Emerald Junction nach Atlas Prime. Das ist genau die andere Richtung. Lass mir kurz gucken nochmal. Kari. Also wir könnten Aufträge annehmen. Oder sagen wir nochmal über Purity. Also schauen wir mal Purity oder Medusa 6. Je nachdem, was besser ist. Atlas Prime, Three Kings, Atlas Prime, Three Kings, Atlas Prime, Medusa 6. Das ist wieder Just in Time. Wobei, das könnte gehen. Das wäre in einer Stunde. Ich glaube, das machen wir. Welcher war das? Ne, der da. Atlas Prime, Medusa 6. Eine Stunde. Wie lang geht der Sprung? Gerade mal zur Sicherheit gucken. Stunde 45. Knapp. Aber geht. So, annehmen. Raus hier. Dankeschön. Und weg hier. Wo ist die Fracht? Da hinten. So. Einmal bremsen bitte. Gut. Volle Wendung. Na hey, komm. Ja,
gerade ein bisschen. Nee, da müssen wir ran. Irgendwo anhängen, bitte. Wie nah bist du ran? Also jetzt. So. Medusa 6 da oben. Passt, Vollgas. Ist das mit Treiber oder ohne? Na, ist ohne. Na gut, beziehungsweise da oben hätte es einen. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Shit, da hat es wieder total viele Trümmer hier. Über uns, da links ist was. Ich glaube, wir sind safe. Willst du jetzt da rein oder wie ist der Plan? Ja, der will da rein. Okay. Dann machen sie mal. Ja, geil. Perfekt on time. Da unten ist die Ablautezone. Geil, geil, geil. Aber wobei, warte mal, ich glaube, ich muss da direkt hinfliegen. Oh, 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 oh. Runter, 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 runter. Jetzt habe ich da fast in den Truck da reinkracht. Einmal ins Mittlere. Einigermaßen hindernisfrei hier. Rechts unten ist ein bisschen viel. Ah, das sah jetzt geil aus. So, rauf, 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 rauf. Komm, nach oben. Naja, Hauptsache wir sind drin. Yes. Cool. Vorsichtiges Fliegen, 250, aber keine Erfahrungspunkte. 2587. Geil, geil, geil. Und Erfahrungspunkt. Den können wir eigentlich gerade für irgendwas ausgeben. Fernstreckenaufträge. Oder verderblich. Das sind Time 2. Na, ich würde mal sagen mit Fernstrecke. Na, dann haben wir auch übergroße Ladungen. Und auf die war ich ein bisschen heiß. Da, 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 da. Okay. Wir beanspruchen hier doch die Düsen deines Trucks stark und führen zu allgemeinen Verschleiß. Ja, Stichwort Düsen, wir schauen mal aus. Naja, passt eigentlich gut. Also, weiter nach Emerald Junction. Ist mir jetzt ohne, dass wir hier einen Job mitnehmen. So, hinter
das mittlere Gate gern. Hinderniswarnung. So, sehr gut. Bremsen, 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 bremsen. Oh, total Scheps. Ja, das war jetzt nicht so gut. Was sagst du? Ja, okay, er ist glücklich mit mir. Danke, dude. Hey, gucken wir mal, was er Schönes für uns hat. Okay, was hast du angestellt? Okay, ich sehe, wo das hingeht. Okay. Ja, 100 Pro nicht, wenn ich so reagieren. Alles klar. Und dann können wir hier gerade mal schauen, ob wir was für Luna Link haben. Wenn wir denn hier Auftragsbörse haben? Ich denke mal schon. Supplies. Ah, ich glaube, ich muss da hinten wieder zur Station. Einmal drehen, bitte. Und Vollgas da runter. Aber ist jetzt, warte mal, ist jetzt Luna Link eine Firma oder... Ja, muss ja ganz normale Firma sein irgendwo. Dann ist Sprit. Ja, 55 Kilometer. Es reicht noch. Ah ja, geil, da sind wieder Trümmer. Müssen wir, wenn es geht, nicht gerade wieder voll reindonnern. Alter, wie viele, ey. So, lass das Tor gerade direkt vor mir sein, bitte. Na ja, gut, das ist das hier. Okay. So, einmal wenden. Na komm, rückwärts. Thank you.
Nein. Ah, nicht wieder weg. Runter. Perfekt. Also, Lunar Link, Minerva Freight, West Coast Galaxy, Cosmetic Solutions, Carcopel, Kusta, Odin Chemicals. Da, Lunar Link Lieferung. Nach Atlas Prime. Okay. Ist angenommen. Hey, you found a gig for Luna Link. Nice work, Lucky. Go hitch the trailer. Could just be a regular job, but I'll shadow you just in case. Okay. Stichwort Fracht. Wie ist wo? Ach so, nee, Moment mal. Ich muss erstmal nach Edge fliegen, damit ich den dann abholen kann. Wie weit ist es weg? Es sind zwei Stationen. Kann ich nach Edgeburg irgendwas mitnehmen? Ich glaube, ich gehe nochmal ran. Das habe ich jetzt falsch gesehen. Ja, das war jetzt doch ein bisschen eine Distanz. So. Hey. So, Emerald Junction nach Edgeboro. Hier hätten wir sogar 2300. Oder noch mehr. 1900. Nee, nö, nö, nö. Warum ist das zweimal? Okay, dann nehme ich den da. Ist als nix. Annehmen. So, zeigst du es mir jetzt kurz? Ah, ich hätte ihn wieder decken müssen. Algenpulver, immer Junction. Ja, wer war dran? Acht. Acht? Hallo? Ach, da hinten. Mein Kollege. Da oben gerade direkt. Okay, das ist praktisch. Es ist ja gerade um die Ecke. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie sauber dahin schaffen. So, bremsen. Und einmal Schäpps da hinten ran. Langsam. Na komm. Perfekt. Moment. Bleibt er jetzt so Schäpps dran, wenn ich da Gas gebe? Tatsache. Geil. Aber gut. Macht doch irgendwie Sinn. Wenn ich schon irgendwie so schräg dann hier ankuppel. Also, wir müssen dahin. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Beziehungsweise ich werde mal für mich nach Edgeboro fliegen. Und dann schauen wir mal, ob dieser Auftrag für Lunar Link soweit okay ist. Aber ich glaube es nicht. Das wird langweilig sein. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.